Du solltest nicht auf deine Freunde oder deine Familie hören, jedenfalls nicht, wenn du Fitnesstrainer werden möchtest oder dich sogar als Personal Trainer selbstständig machen möchtest. Und warum? Das erfährst du jetzt. Und zwar erstmal kann ich es natürlich verstehen, dass dir die Meinung von anderen Menschen, die dir nahestehen, wichtig ist. Ja? Jeder interessiert sich ja dafür, was sagt meine Familie, was sagen meine Freunde dazu, zu dem, was ich jetzt gerade vorhabe. Das heißt, es ist vollkommen normal, dass dir das wichtig erscheint. Aber trotzdem ist es nicht immer sinnvoll, auf diese Person zu hören. Und warum? Das verrate ich dir jetzt. Denn wenn wir uns mal anschauen, wie denn so der Ruf des Job des Fitnesstrainers und des Personal Trainers in der allgemeinen Bevölkerung ist, ja, dann ist es meistens Folgendes. Ja, normale Leute denken, ja, Fitnesstrainer, das ist doch kein vernünftiger Beruf, da verdient man doch kein Geld, ja, das ist doch, keine Ahnung, nichts Vernünftiges, mach doch lieber was Vernünftiges. Fitness hat ja nur was mit starken Muskeln und sexy Frauen zu tun und sowas, ja. Also das denken die Leute vielleicht über das Thema Fitnesstrainer werden. Über Personal Trainer denken sie, ja, das ist ja selbstständig, ja, das ist total unsicher. Es gibt doch keinen Menschen in der Welt, der so viel Geld für ein Personal Training ausgibt. Wie willst du denn Kunden finden, die dir 100 oder mehr Euro die Stunde zahlen? Das funktioniert doch alles nicht. Mach doch lieber was Sicheres, ja, also bleib lieber da, wo du jetzt vielleicht gerade stehst oder mach was anderes. Und diese ganzen Gedanken werden dich natürlich davon abhalten, Fitnesstrainer zu werden, weil es sind Glaubenssätze und diese Glaubenssätze übernimmst du vielleicht, wenn du eben auf deine Freunde und auf deine Familie hörst und das wird eben dazu führen, dass du das Ganze nicht umsetzt und eben nicht ein glücklich und zufriedener Fitness- oder Personal Trainer wirst, der aber auch gutes Geld verdient. Denn sie kennen einfach die Realität nicht, denn in der Realität sieht es so aus, dass man als Fitnesstrainer extrem viel Gas geben kann und da auch aufsteigen kann, so wie ich es ja auch gemacht habe, als Regionalleiter von 3 Fitnessstudios und da einfach auch mehr verdienen kann. Sie wissen vielleicht gar nicht, dass Fitnesstraining nicht nur etwas für Bodybuilder oder sexy Frauen ist, sondern dass jeder Mensch der Welt meiner Meinung nach trainieren sollte, weil die Welt wäre eine bessere, wenn das so ist, weil wir haben immer mehr alte Leute, es gibt immer mehr Leute, die Rückenschmerzen haben, es gibt immer mehr Leute, die wenig Selbstbewusstsein haben, vielleicht aufgrund von ihrer Ansicht nach schlechten Figur und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, eigentlich sollte jeder Mensch trainieren und Fitness ist das beste Produkt der Welt, meiner Meinung nach. Und die Welt ist, wie gesagt, eine bessere, wenn jeder trainiert. Also sie wissen gar nicht, was alles dahinter steckt hinter Fitness und dass Fitnesstrainer wichtig für die Gesellschaft sind, meiner Meinung nach. Und sie wissen vielleicht auch gar nicht, dass die Branche, jetzt außerhalb von Corona, ein riesen Wachstumsmarkt ist. Ja, Investoren pumpen Millionen, Milliarden in die Branche und eröffnen neue Studios, sehr große Ketten, McFit, FitX, FitOne und so weiter und so fort. Das sind alles externe Investoren, die viel Geld in die Branche pumpen, weil diese Branche so ein Potenzial hat. Das ist wichtig zu verstehen. Das heißt, das wissen dein Umfeld vielleicht gar nicht. Ja? Und bei Personal Trainer wissen sie vielleicht auch gar nicht, dass es möglich ist, dass die Leute 100 Euro oder mehr die Stunde zahlen. Ja? Und dass es vielleicht auch möglich ist, dass man diesen Job machen kann, bis man alt ist sozusagen. Ich kenne selber einen Personal Trainer, der, ja, ich glaube, so 50, 60 Jahre alt ist. Und es gibt auch viele andere Jobs, die man noch im Laufe des Lebens in der Fitnessbranche machen kann, außer Personal Trainer. Das bedeutet, die kennen diese ganzen Hintergrundgedanken gar nicht. Und deswegen kann ich es verstehen, dass sie sich davon abbringen wollen, weil sie dich ja schützen wollen. Ja, sie wollen dich schützen, aber es bringt eben nichts, wenn du deswegen dich abhalten lässt und wenn du auf sie hörst und sozusagen diese Dinge nicht umsetzt, die du aber umsetzen solltest. Also auch wenn es sich jetzt für den ersten Moment hart anhört, aber wenn dir deine Freunde, deine Familie, dein Umfeld dir das erzählt, dann hör bitte nicht auf sie, sondern was solltest du stattdessen machen? Du musst natürlich auf Leute hören, die das Ganze schon geschafft haben und die schon erfolgreich in diesem Bereich sind. Und da möchte ich dir 2 Tipps mit an die Hand geben. Ja. Der erste Tipp ist, geh einfach lokal auf Personal Trainer zu oder auf Fitnesstrainer zu, die schon erfolgreich sind. Das habe ich auch öfter gemacht und habe denen zum Beispiel einfach nur gesagt, hey, ich würde gerne lernen, wie das funktioniert. Ich zahle eine PT-Stunde. Erzähl mir einfach über deinen Job und erzähl mir einfach, wie du das Ganze machst. Ja. Oder sagst einfach zu denen, hey, ich möchte das auch machen und ich finde es super, wie du das so machst. Also denen erstmal loben. Und dann sagst du, ja, ich möchte dich gerne zum Essen einladen und vielleicht kannst du mir dann ein bisschen zeigen, wie das alles so läuft und wie du das alles geschafft hast. Ja, und du wirst erstaunt sein darüber, wie hilfsbereit diese Trainer dann auch wirklich sind, weil die wissen ja ganz genau, dass sie selber mal an dem Punkt standen, ja, und selber gerne jemanden gehabt hätten, der ihnen das alles gesagt hätte. Ja, das bedeutet, versuch einfach mal das anzugehen und trau dich auf Personal Trainer oder Fitnesstrainer zuzugehen, die erfolgreich sind. Du wirst erstaunt sein, wie sie bereit sind, etwas mit dir zu machen oder dich mit dir zu unterhalten. Und die zweite Sache ist, die ich auch immer selber anwende, ja, wenn ich selber weiterkommen möchte, dann versuche ich halt, wenn ich gerade nicht das Umfeld vor Ort habe, versuche ich online mir ein Umfeld zu erschaffen, wo die Menschen weiter sind als ich. Ja, und das geht ganz einfach, zum Beispiel über Videos und Podcasts. Ja. Ich höre mir einfach Sachen an und sehe mir den ganzen Tag Sachen an, so unterwegs oder sowas, von Leuten, die es geschafft haben, um eben deren
Gedanken zu bekommen und mich dort hineinversetzen zu können. Und so kannst du es ja auch machen. Ja? Du kannst dir alle meine Videos anschauen, alle meine Podcasts anhören. Ja? Und ich habe es ja auch schon geschafft, als Fitnesstrainer aufzusteigen und zum Beispiel 3 Studios zu leiten. Und so kannst du es eben auch machen. Es bedeutet, versucht online dich zu umgeben mit Personen, die das bereits geschafft haben, und versucht da einfach viel zu kombinieren und diesen Online-Umfeld zu schaffen. Und wenn du jetzt auch noch direkt bei Null stehst und noch keine Ausbildung hast, ja, und eben gerne dorthin kommen würdest, dass du eben Personal Trainer wirst und zum Beispiel erfolgreich bist und so viel verdienst, wie du möchtest, zum Beispiel 10.000 Euro im Monat, das haben wir schon einigen Leuten gezeigt bei uns auch im Coaching, dann können wir dir eben diesen Weg aufzeigen, wie du es schaffen kannst, von Fitnesstrainer ohne Ausbildung Schritt für Schritt zum Personal Trainer mit gutem Gehalt zu kommen. Und auch dort umgibst du dich ja dann wieder mit Personen wie uns, die es eben schon geschafft haben, die genau wissen, wie das funktioniert, und schaffst dir ein neues Umfeld, ja, von dem du lernen kannst und wo du daraus wachsen kannst. Und das ist eben mein Tipp hier für dich. Versuch das Ganze von deiner Familie, von deinen Freunden zu ignorieren. Wenn sie sich nur runterziehen, versuch in anderen Bereichen auf sie zu hören und such dir dann Leute, die es schon geschafft haben. Und der erste Schritt, den du jetzt machen kannst, um deine Karriere anzufangen, ist: Hol dir den kostenlosen Demozugang von der Fitnesstrainer B-Lizenz, A-Lizenz und Personal Trainer Lizenz. Da kriegst du die erste Lektion komplett gratis und lernst schon dort, wie du durch Social Skills ein besserer Fitnesstrainer wirst als deine Kollegen und wie du dich damit von anderen Trainern abheben kannst. Also trag dich jetzt dafür ein und dann geht deine Karriere als Fitnesstrainer auch los. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal.